Aber mir ging das mit 50 Jahren ähnlich. Der Papst, so scheint mir, ermutigt und seine Bischöfe und fordert von ihnen auch schon länger als jetzt erst seit einigen Wochen ein genaues Hinschauen und ein hartes Durchgreifen. Dass die Anwendbarkeit des Kirchenrechts auf die Missbrauchsfälle stellt sich in diesen Wochen und Monaten als eine neue Frage. Der oberste Richter des Bistums Limburg, gerade so vorgestellt, ist übrigens damit nicht befasst. Die Diözesanengerichte haben die Strafverfahren in den schwereren Missbrauchsdelikten nicht in eigener Hand. Dafür wurde ein eigener Gerichtshof in Rom bei der Glaubenskongregation eingerichtet, schon damals, als unsere Leitlinien in Kraft getreten sind. Der Grund dafür ist nicht Misstrauen gegen die diözesane Gerichtsbarkeit, sondern der Versuch, jeden Anflug eines Verdachtes zu vermeiden, dass man durch örtlichen Druck ein lokales Gericht daran hindern könnte, diesen Fällen nachzugehen. Ich nehme im eigenen Bistum die Verfolgung der harten Linie durch unseren Bischof Franz Peter wahr. Das ist die von den bayerischen Bischöfen eingegangene Konsequenz, dass bei Beschuldigungen von Klerikern oder anderen, die dienstrechtlich dem Bischof unterstehen, dass die Betreffenden sofort außer Dienst gestellt werden und oder suspendiert, also eine kirchliche Strafe über sie verhängt wird, und dass die Akten an die Staatsanwaltschaft gegeben werden. Ich habe vor 6 Wochen öffentlich noch gesagt, besten Glaubens, dass wir kein systemisches Problem in der katholischen Kirche mit Missbrauch haben, sondern dass wir ein Systemproblem mit dem Umgang mit Missbrauchsfällen haben. Ich bin mir selber nicht mehr so sicher. Eines weiß ich ganz sicher, jede ernsthafte, in nicht denunziatorischer Absicht gestellte Frage muss unbedingt zugelassen und beantwortet werden. Das ist das Mindeste. Frageverbote oder Antworttabus kann es bei uns jetzt nicht mehr geben. Eine Frankfurter Psychoanalytikerin hat vor kurzem in einem Artikel in einer anderen Frankfurter Zeitung den Forschungsstand zum Thema sexuellen Missbrauchs so zusammengefasst: Die Angaben internationaler Studien in der Gesellschaft Missbrauch schwanken stark. Danach erleben zwischen 6 und 62% aller Frauen und zwischen 3 und 30% aller Männer im Laufe ihres Lebens einen sexuellen Übergriff. Wenn man nur den Mittelwert nimmt und sagt, es sind nicht 6 oder 62, sondern vielleicht 30% der Frauen, ist für jede dritte, 3 bis 30% der Männer, 15 ist für jeder siebte. Was ist von solchen Zahlen zu halten, beziehungsweise wenn da nur ein Körnchen Wahrheit drin ist, ist die ganze Gesellschaft nicht ein geschlossenes System, das dieses Thema gar nicht zulässt? Und steht nicht der Umgang in der Kirche mit dem Thema zu einer untergründigen Zusammenhang im Grunde mit diesem gesellschaftlichen Schatten? Ich habe mich dazu entschlossen, soweit meine eigene Verantwortung reicht, seelsorglich oder öffentlich, die kirchlichen Dinge nicht zu verrechnen mit dem gesellschaftlichen Phänomen, sondern die Schuld- und Trauerarbeit in der katholischen Kirche selbst abzuleisten. Der Hinweis darauf, dass es anderswo auch Missbrauch gibt und dass der auch anderswo endemisch ist oder dass hier nur eine kirchliche Spitze eines gesellschaftlichen Eisbergs über der Wasserlinie liegt, hat mir ein Missbrauchsopfer gesagt, ist kränkend für solche, die das in der Kirche erlebt haben. Deswegen will ich das nicht tun und mich lieber mit dem beschäftigen, was ich im Einzelnen oder, wenn es denn tatsächlich ein Systemproblem ist, systemisch in der katholischen Kirche damit tun. Die Kategorie der Sünde, die der Papst auf dem Flug nach Fatima in den Raum gestellt hat. Die größte Verfolgung der Kirche, die nicht von außerhalb komme, sondern von der Sünde innerhalb der Kirche. Was muss man sich darunter vorstellen, Herr Zelz? Was ist die Sünde innerhalb der Kirche? Also wer überhaupt glaubt oder für wen auch Ewigkeit eine Kategorie ist, für den muss das eigentliche Drama in diesen Dingen darin liegen, dass der Zugang zu Gott verdorben wird,
für die, oder verdorben werden kann, muss ich mal vorsichtig sagen, für die, die von einem Gottesmann so etwas erfahren haben. Das, und das ist die Kategorie von Sünde. Was über Verbrechen oder strafwürdiges Vergehen hinausgeht. Wenn man von den Quellen abgeschnitten wird, in denen es Heilung gibt, weil die, die Brunnen vergiftet haben, die den Zugang zu den Quellen eigentlich aufmachen sollen, ist ja das, was der Professor Baumann vorher gesagt hat und Frau Dr. Knatzele, Sie auch. Das ist das Drama der kirchlichen Missbrauchsdinge. Das ist unvergleichlich mit anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das kann sonst niemand. Also diese schreckliche Vollmacht, den Zugang zu Gott kaputt zu machen, den haben vielleicht wirklich in erster Linie die Priester. Und deswegen sind diese Dinge unentschuldbar. Die muss man dann, also sind vergebbar, glaube ich. Man kann verzeihen, aber entschuldigen kann man nicht. Und ich glaube, das darf man dann auch Sünde nennen. Und damit sagt man nichts Beschwichtigendes oder Vernebelndes. Im Gegenteil, da kriegt die Sache erst ihre ganze Dramatik. Ich weiß nicht, ich kann nur für mich selber sprechen, weil wir über Beichte ja auch nicht untereinander reden. Ich wünschte mir, ich hätte mehr Beichten von Mitbrüdern oder Mitmenschen in der Kirche, die sich eines sexuellen Übergriffs auf Abhängige zeigen und das als Sünde empfinden und es bereuen. Nach allem, was ich weiß, ist das ein Hauptproblem auf der Täterseite, dass es eine rabiate Uneinsichtigkeit in die Sündhaftigkeit des eigenen Verhaltens gibt. Ich hoffe, dass jetzt etwas geschieht, was kirchliche Täter, also Kirchenmänner als Täter, dazu ermutigt, also aktiv nach Verzeihung zu suchen, weil sonst das Böse in der Kirche bleibt, dass nicht das Begangene, sondern das unbereute und unverziehene Unrecht ist das Eigentliche. Woher dieser Zusammenhang zwischen Zölibat und Pädophilie, Ephebophilie, sexueller Missbrauch? Ja, vor einigen Wochen hätte ich gesagt, also da habe ich auch eine Entwicklung, beobachte ich an mir selber, und deswegen glaube ich, dass wir wirklich dass wir einen Quantensprung gerade machen und nicht einfach wieder zurückgehen nachher. Also wenn der Sturm vorbei ist, dass dann alles wieder ist wie vorher. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Der Senf geht nicht mehr in die Tube zurück. Ich hätte vor 6 Wochen oder vor 8 gesagt, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Das kann auch jeder, der das wissen möchte, kann das feststellen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Eingehen der Zölibatären, deren Lebensform und der Entwicklung von pädosexuellen oder pädokriminellen Neigungen. Aber das, worüber man einfach nicht hinwegsehen kann, ist, dass eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung und auch der katholischen Christen diesen Zusammenhang beharrlich herstellt. Und die Tatsache, dass diese Frage gestellt wird, darauf muss auch das verantwortliche Amt in der Kirche reagieren. Das können wir nicht zur Tagesordnung zurückschicken. Es ist heute so, dass eine zölibatäre Lebensform einen Vorschuss an Misstrauen einträgt, so wie früher vielleicht einmal das Gegenteil der Fall gewesen ist. Ich bin ganz guten Mutes, außerdem glaube ich, dass der priesterliche Beruf, wenn er von habituellen Überforderungen, die nicht theologisch begründet sind, befreit wird, dass er auch wieder erheblich attraktiver werden kann. Jetzt möchte ich aber doch ein bisschen zanken, Frau Dr. Knötzle, aber ich sehe dann trotzdem das Rollenmodell für unseren Reformprozess nicht in den evangelischen Kirchen. Ich glaube, dass wir einen katholischen Weg finden müssen, auch mit dem Zölibat. Und ich vermute, dass die Reformrichtung eher in die orthodoxe Richtung gehen wird. Wir haben ja nicht nur lateinische Katholiken, sondern auch Katholiken im Osten, bei denen das Verheiratetsein der Leutpriester, der Seelsorgsgeistlichen, völlig selbstverständlich, theologisch ganz und gar unfraglich in die Geschichte und ins Programm gehören. Allerdings gibt es dort eigene Probleme, die wir bisher bei uns nicht hatten. Es liegt eine große Stärke darin, dass vom letzten Dorfkaplan bis zum Papst ein einheitliches Lebens- und Amtsmodell gegeben ist. Wir haben keinen Zweiklassenklerus. Fragen Sie mal orientalische Christen, wem die Verehrung dieser Christen gilt, ob die ihre Mitehemänner in den Dorfverämtern verehren oder dann doch eher die asketischen, also Mönchsgestalten, aus denen die Bischöfe immer gewonnen wurden und werden. Aber Christus ist der Herr. Jede Reform in der Kirche muss ihn am Ende auch den Herrn sein lassen.
Und das ist nicht etwas, was man gerne hat. Oft tut die Herrschaft Christi auch weh und sie entspricht überhaupt nicht demokratischen Partizipationsbedürfnissen.